diesem Jahr ging es nochmal ins Baltikum. Wir nahmen jedoch nicht den Landweg durch Polen, sondern fuhren mit der Fähre von Travemünde direkt nach Lettland, nach Liepāja. Nachdem wir uns mit dem obligatorischen Anhängerkupplungsaufsetzer an der Rampe an unserem Platz gefudelt hatten, ging es hoch an Deck und dann in die Kabine. Die Ausfahrt aus dem Hafen von Travemünde erwies sich als grandioses Schauspiel. Die 24-stündige Fährfahrt erwies sich als recht zäh, allerdings immer noch besser als der lange Landweg durch Polen. Die Kabine war okay, allerdings werden wir uns bei der nächsten Tour eine mit Bullauge gönnen. Die Fährfahrt entschleunigt enorm und so ist man dann gleich konditioniert für den Rest des Urlaubs. Und das Rauchen-Verboten-Schild habe ich wirklich erst nachher auf den Fotos gesehen.
Die erste Nacht verbrachten wir auf einem öffentlichen Badeplatz. Umsonst, schön gelegen, schöner Strand, was will man mehr? Nördlich von Liepāja befindet sich eine alte Küstenbatterie. Nachdem uns der Museumsführer zunächst erklärte, es gäbe Führungen nur auf Russisch oder Lettisch, ist er nachher doch recht aufgetaut und wir bekamen die Führung in Deutsch und teils in Englisch. Die Batterie wechselte im Laufe der Zeit recht häufig den Besitzer. Erst Russen, dann Deutsche, dann Russen, dann Deutsche, dann Sowjets und zum Schluss Letten. Und heute dient es als Museum. Und genau dort hinten ging immer sehr spektakulär die Sonne unter. Dazu später mehr. Die folgende Szenerie charakterisiert sämtliche Staaten des Baltikums aus meiner Sicht. Alt und neu, unfassbarer Prunk und unfassbarer Zerfall auf der anderen Seite. Kontraste, wie wir sie Mitte der 90er im Osten Deutschlands gesehen haben und just in diesem Frühjahr auch in Tschechien. Richtung Pavilosta ging es dann über eine unsägliche Schotterpiste. Danach mussten wir das Geschehen in Schränken neu ordnen und auch die eine oder andere Schraube wieder festziehen.